Willkommen beim zweiten Vortrag im Track Offene Standards. Der Vortrag ist von Astrid Emde. Astrid arbeitet bei der Wehrgruppe in Bonn, ist Dozentin bei der Voss Akademie, ist im MEP-Bender-Projekt engagiert, in der OSGEO Foundation, im Voskis e.V. und auch sehr aktiv bei der Organisation der Voskis-Konferenz, in diesem Jahr unter anderem auch als Leiterin des Programmkomitees. Und Titel des Vortrags ist der neue OGC API Feature Standard. Wie ist der Stand und was ist mit Open Source Geospatial Software möglich? Und damit würde ich auch gleich das Wort an Astrid übergeben. Willkommen hier auf der Voskis 2021 zu meinem Vortrag über den neuen OGC API Features Standard. Wir schauen uns den Stand an und was mit Open Source Geospatial möglich ist. Mein Name ist Astrid Emde, ich bin von der Wehr Group, bin dort als GIS Consultant und Dozentin bei der Voss Academy tätig. Und ich arbeite mit diversen Softwareprojekten aus dem Geospatial-Bereich und bin in einigen Organisationen aktiv. Die Wehr Group hat über 40 Mitarbeiter an drei Standorten. Wir sind Dienstleister in den Bereichen WebGIS, GDI, Kataster, Datenbanken und setzen Projekte vornehmlich mit freier Software um. Wir bieten Schulungen an über die Voss Academy, veranstalten Infoveranstaltungen und Konferenzen und unterstützen die OSGEO und den Voskis-Verein. Der neue OGC API Features Standard, der ist gar nicht mehr so neu. Der Part 1 Core, der kam am 6. November 2019 heraus. Und ich habe hier ein paar Links gesammelt. Schon im letzten Jahr hat der Pirmin Kalbrer einen Vortrag über OGC API Standard auf der Voskis gehalten, den ich an dieser Stelle sehr empfehlen möchte. Der OGC API Features Standard, der übernimmt demnächst die Aufgaben des WFS für uns. Aber ein bisschen anders. Das schauen wir uns jetzt an. Wir können weiterhin Abfragen stellen und Daten anfordern von dem Dienst. Wir können Daten erzeugen und verändern, also transaktional diesen Dienst nutzen. Das ist aber im Moment noch, diese transaktionale Funktionalität ist im Moment noch im Aufbau und wird noch definiert. Das, was beim WFS Feature Types waren, werden jetzt Collection. Das, was ein Feature im WFS war, ist jetzt ein Item. Und die Feature werden bereitgestellt über eine eindeutige Adresse. Früher haben wir mit GET-Parametern im Aufruf gearbeitet. Das soll jetzt nicht mehr so sein, sondern es werden Restanfragen gestellt. Dann gibt es eine JSON-Ausgabe und eine HTML-Anzeige. Es wird ein Paging bereitgestellt und ein Vorteil ist, die Daten sind findbar, beispielsweise über Google Data Search. Und man könnte sich ja noch einiges mehr erzählen, aber genau Fazit ist, alles wird viel leichter. Beim OGC gab es einen Wandel in den letzten Jahren. Es ging alles hin Richtung Being Webby und ein Konzept dabei ist, dass ja, die Standards menschenlesbar und maschinenlesbar sein sollen. Es soll keine komplizierten Spezifikationen mehr geben. Das Ganze soll entwicklerfreundlich aufgebaut werden. Modular wird entwickelt, Core und Extensions. Und ganz viel spielt sich jetzt auf GitHub ab. Die Spezifikationen werden dort geschrieben. Tickets und Diskussionen erfolgen dort sehr transparent. Und die Community ist sehr offen. Hier nochmal ein Überblick über die API-Standards. Das ist eine ganze Familie. Und wir sehen, da gibt es beispielsweise OGC API Maps, das wird demnächst den WMS-Standard ablösen und entsprechend für andere Standards auch neue Implementationen. Das Ziel ist dabei, den Aufbau eines RESTful OGC API Endpoints unter Verwendung von Open API, GeoJSON und HTML. Schauen wir mal in die Roadmap. 2017 begann das Ganze mit einem OGC API White Paper, dann fanden viele Hackathons statt.
Der API Features Part 1 kam dann 2019 heraus und von der OGC API Features ist jetzt auch der Part 2 veröffentlicht. Da geht es um Coordinate Reference Systems by Reference. Wenn wir mal in die API, in die Roadmap schauen, dann sehen wir, genau, gibt es da zu jedem Block aus der Familie hier einen eigenen Bereich. In grün sieht man, welche Parts schon umgesetzt sind und da die Spezifikation schon vorliegt, und die grauen sind noch in Bearbeitung. Jetzt möchten wir uns die Server einmal anschauen, also Software zum Aufbau von OGC API Features Diensten. Da können wir auf der Compliance-Page vom OGC nachschauen und können hier auswählen, was uns interessiert. Wir können sagen, wir wollen nur die Referenzimplementationen, und da bekommen wir zwei Treffer, PyGeo API und LDProxy. PyGeo API ist eine Python-Server-Implementation. Das ist eine Referenzimplementierung. Die Software hat ein sehr aktives weltweites Entwicklerteam. Dabei sind Tom Kralides zu nennen und Angelos Tsotsos. Das sind beides OGC-Mitglieder und die sind auch im OSGEO Board of Directors. Ja, das Team ist bei den OGC-Treffen dabei und setzt die Anforderungen und die Neuerung der Spezifikation direkt im Projekt um, sodass die ganz nah zusammenarbeiten mit dem OGC. Und wir wollen uns als erstes die PyGeo API Demo anschauen. Und zwar, genau, hat so ein API Features Dienst immer eine Landingpage mit Provider-Informationen, Kontaktinformationen. Da gibt es einen Link zur Dokumentation. Wir sehen, den kann ich einerseits als JSON anfragen und könnte den auch über Software auswerten, maschinenlesbar. Ich habe aber auch hier diese menschenlesbare Antwort. Da habe ich dann einen Überblick, welche Requests möglich sind. Ich könnte mir jetzt hier gleich die Collections anfordern und anschauen und habe zusätzlich auch noch hier einen Link zur Conformance. Da sehe ich, welche Standards unterstützt werden. Und jetzt schauen wir mal, was dieser Demo-Dienst bietet. Der hat hier Collections vorliegen, und zwar eine ganze Menge an Themen, die ich mir anschauen kann. Wir schauen uns mal die Lakes an. Und das ist jetzt eine Collection, die Übersichtsseite dieser Collections. Da gibt es wieder Links, die ich definieren kann, und von dort kann ich direkt zu den Daten navigieren. Ich kann mir auch diese Seite als JSON beispielsweise anschauen oder hier in diesem Fall sogar auch als JSON-LD. Dann kann ich mir die Attribute anschauen und sehe, welche Sachdaten ich abfragen könnte oder auch filtern könnte. Ich habe dann den Zugriff auf die Daten, und zwar hier, und bekomme dann erstmal per Default 10 Objekte angezeigt. Ich könnte aber auch das Limit hochsetzen, habe dann die Ansicht in der Karte und kann hier über einen Link dann zu den einzelnen Objekten springen, bekomme dann die Attribute ausgegeben, und auch diese Ansicht könnte ich mir als JSON ausgeben lassen. So, das heißt, wir sehen, für uns als Anwender ist es sehr angenehm, mit diesem Dienst zu kommunizieren. Schauen wir auch mal kurz in die Konfiguration. Hier sehen wir jetzt die YAML-Definition, die für diese Collection aufgebaut wurde. Da sieht man die Lakes, da sieht man, genau, es wird ein Title, eine Beschreibung vergeben, Keywords, die Projektion wird angegeben, und hier unten sieht man, wo die Daten beispielsweise herkommen. So, das heißt, das war jetzt ein kleiner Einstieg zu PyGeo API. LDProxy ist auch eine Referenzimplementierung, ist eine Java-Anwendung, und die ist erweiterbar, weil sie modular aufgebaut ist, unterstützt derzeit PostgreSQL und WFS als Datenquelle und wird von Interactive Instruments entwickelt. Da ist der Clemens Porteler auch noch zu nennen. LDProxy hat auch eine Demo-Seite. Da landen wir hier auf dieser Übersichtsseite mit verschiedenen
Diensten. Einer dieser Dienste ist der Vineyard-Dienst, also Weinberge in Rheinland-Pfalz, die ich mir anschauen kann. Das ist jetzt die Landingpage zu diesem Dienst. Dann kann ich hier zu den Daten gelangen. Ich habe hier den Link, die Übersicht der Collections. Da ist jetzt hier nur eine Collection vorhanden. Dann kann ich diese Collection auswählen, habe hier auch das Paging, könnte auch hier einen Filter definieren und könnte beispielsweise hier nur die Weinberge aus Rheinhessen auswählen. Den Filter kann ich dann anwenden, habe jetzt hier diese gefilterte Anzeige, könnte auch eine Bounding-Box definieren und habe auch hier einen sehr angenehmen Zugriff auf den Dienst und auch wieder diese JSON-Ansicht. Dann Cookie Server setzt OGC API Features um, ab der 3.10er Version liegt es vor. Wir haben sogar hier die Unterstützung Transaktionen, wir haben Datums-Zeitfilter und die Konfiguration erfolgt über Cookies Desktop. Auch hier haben wir einen sehr schönen Viewer, über den wir dann die einzelnen Objekte ansteuern können. Hier nochmal die Konfiguration im Cookies. In der WFS, in den Projekteigenschaften können wir im Bereich Cookies Server dann unter WFS die Themen aussuchen, die als Collections veröffentlicht werden sollen. Dann müssen wir noch beachten, dass wir im Webserver das Rewrite aktivieren und dafür sorgen, dass der Map-Parameter nicht in der URL übergeben wird. GeoServer arbeitet auch am OGC API Features Standard. Da gibt es eine Community Extension, die verfügbar ist, die man installieren kann. Und dann kann man ja auch Dienste als OGC API Features herausbringen. Wir sehen auch hier den Stand, also zu den einzelnen Parts sieht man den Stand der Umsetzung. Das heißt, da ist noch einiges in Arbeit, aber auf GitHub sieht man, dass an dem Projekt auch sehr aktiv gearbeitet wird. Wenn ich die Erweiterung installiert habe, habe ich hier so einen Features-Bereich mit einem Link, den ich dann aufrufen kann, bekomme dann die Collections angezeigt und kann dann im nächsten Schritt auch zu den Items gehen, bekomme hier dann die Liste der Items und kann dann auch einzelne Objekte auswählen. Dann PG Feature Serve, das ist ein Projekt PostGIS for the Web. Das ist eine Zwischenschicht zwischen Datenbank und Web Mapping Application. Da ist es so, dass durch die Konfiguration automatisch erfolgt über die Datenbankberechtigung, die ich vergebe. Und die Programmierung erfolgt in Go und ist eine Entwicklung von Crunchy Data. Das Projekt ist leicht zu installieren und leicht zu konfigurieren. Und hier sieht man mal, wie das Ganze gestartet wird. Ich habe hier eine Datenbank Natural Earth 2. Da habe ich nur einige Tabellen diesem Benutzer Foskis zugewiesen. Und dann habe ich den Server gestartet. Wir sehen, diese vier Tabellen wurden jetzt als Collection veröffentlicht. Ich habe da dann die JSON-Ansicht und die View-Ansicht, also über die HTML-Ansicht. Die Informationen, die ich jetzt bei den Kommentaren gesetzt habe, werden hier zum Beispiel bei den Countries dann auch weitergegeben in den Client. Und dann kann ich die Daten mir anzeigen lassen. Hier in der HTML-Ansicht beispielsweise auch wieder mit Limit 10. Das kann ich entsprechend hochsetzen. Ich könnte auch die Bounding Box anpassen und kann dann mir zu einzelnen Items auch Informationen ausgeben lassen. In den Informationen sehen wir oben die Feature-ID mit einem Link und so kann ich dann auch direkt zu diesem Objekt springen und wir sehen oben in der URL auch, dass Items 51 hier in der HTML-Ansicht ausgewählt wurde und entsprechend könnte ich das Ganze auch mir in der JSON-Ansicht anzeigen lassen. Dann das Map-Server-Projekt, da ist die Unterstützung auch geplant für die Version 8, die im September herauskommen soll. Da erwarten uns dann neue Parameter, die für die Map-Datei dann definiert werden müssen. Und hier unten sieht man den aktuellen Status. Dann schauen wir in Richtung Clients. Welche Clients gibt es, die OGC API Features Dienste handeln können oder ansprechen können? Da können wir als erstes GEDAL OGR nennen. Da gibt es einen neuen Treiber, der heißt OAPIF.
und der ist ab der Version 2.3 verfügbar. Vorher hieß der Treiber WFS3, ab der 3.1er Version heißt er jetzt OAPIF. Und da ist auch der Link zur Dokumentation. Ich kann dann über OGR Info auf so einen Dienst zugreifen. Ich sehe dann, wenn ich den Request abschicke, welche Collections vorliegen. Dann kann ich über OGR Info den Namen einer Collection übergeben und bekomme dann die Informationen zu dieser Collection ausgegeben. Und ich kann dann auch wieder auf eigene einzelne Items zugreifen oder wie hier jetzt über Where einen Filter absetzen und bekomme dann alle Objekte mit Flur 28 zurück. Ja, QGIS Desktop unterstützt OGC API Features. Das sehen wir jetzt hier im Bereich WFS. Können wir auch OGC API Funktionen nutzen. Wir können so eine Adresse von einem Dienst angeben. Das ist jetzt der, der eben auch im GEDAL Beispiel aufgeführt wurde. Ich kann mich mit dem Dienst verbinden, sehe dann die Collections dieses Dienstes, kann dann die Themen direkt in mein Projekt laden. Ich könnte auch die Filter nutzen in QGIS und kann so beispielsweise jetzt hier nur die Gemarkung Poppelsdorf auswählen. Das ist jetzt hier in Bonn beim Poppelsdorfer Schloss. Und wir sehen, das ist jetzt hier die Gemarkung Poppelsdorf. Und über die Infoabfrage bekomme ich ganz elegant auch wieder die Sachdaten angezeigt. OWSLib ist ein weiterer Client. Das ist eine Python-Bibliothek, die zahlreiche OGC-Standards unterstützt, wie wir hier in der Liste sehen. Und da gibt es auch Anwendungsbeispiele in der Dokumentation. Ich habe jetzt hier einmal ein Jupyter-Notebook generiert und mit dem Dienst kommuniziert. Das heißt, wir sehen, ich kann den ansprechen. Ich kann schauen, wie die Conformance ist. Ich kann jetzt hier auch wieder auf das Thema Lakes, also auf die Collection Lakes zugreifen, mir da Titel, Beschreibung holen und kann dann auch einzelne Feature anfragen. Ja, wer setzt denn OGC API Features schon um? Da habe ich mich auch mal umgeschaut. Wir hatten eben schon gesehen, in NRW gibt es dort einige Kollektionen. Die kann man hier über diese Übersicht LDProxy NRW auch anschauen, gucken, welche Themen dort freigegeben sind. Da kann ich dann ganz elegant auf die HTML-Ansicht switchen und dann die einzelnen Objekte ansteuern. Ich habe hier so eine räumliche Suche, die eingebaut ist und genau, kann auch ganz schön über das Paging dann zu verschiedenen Datensätzen springen. Das Geoportal Rheinland-Pfalz hat den Standard umgesetzt. Da ist es so, genau, dass wir nach den Diensten suchen können. Über REST können wir die filtern und haben da 183 Datensätze zur Verfügung stehen. Das sind die WFS2, die sowieso schon im Geoportal vorliegen. Da gibt es jetzt einen Proxy, der die dann auch als OGC API Features Dienste weitergibt. Und hier sieht man auch, angelehnt an den LDProxy Viewer, wird hier ein Viewer generiert in dem Design vom Geoportal Rheinland-Pfalz. Und auch hier können wir uns die Items anzeigen lassen und können dann auch Filter definieren. Hier in diesem Beispiel habe ich einen Bounding-Box-Filter definiert und dann noch nur den Landkreis Mainz-Bingen gefiltert und könnte dann auch darüber eine Auswahl treffen. Und das Schöne ist, der Link ist ja fest definiert, sodass ich den auch so weitergeben könnte. Dann im Geoportal der Schweiz habe ich geschaut. Da gibt es eine REST-Schnittstelle, STACK, Spatial Temporal Asset Catalog API, die hier umgesetzt wurde. Und genau, eigentlich laut Webseite, die STACK API ist ein Superset der OGC API Features Part 1 und sollte daher mit jedem OGC API Features Client konsumiert werden können. Ich habe das versucht in QGIS einzubinden, mal so eine Collection. Da kamen leider Fehlermeldungen, aber genau, vielleicht lag das auch noch an meiner Bedienung. Wer da weitere Informationen hat, können wir ja gleich in der Diskussion schauen. Dann habe ich in Österreich geschaut. Da habe ich keine OGC API Features Dienste gefunden. Wer da gleich mehr weiß, kann sich auch melden oder im Chat was posten. Und dann noch die Inspire. Inspire ist sicherlich noch wichtig. Dort habe ich auch nachgeschaut. Im Inspire-Umfeld wird das Thema auch diskutiert.
Es gibt schon ein Good Practice, OGC API Features Dokument, wo es Empfehlungen gibt. Dann sieht man, hat man eine Seite, wo Datenanbieter aufgelistet werden, die diesen Standard schon umsetzen. Den habe ich hier als Grafik eingebunden. Da sieht man, das ist noch recht überschaubar. Und dann gibt es eine Diskussion zur Entwicklung eines Inspire-konformen Download-Service auf Grundlage von OGC API Features. Und dabei müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass die Inspire-Dienste ja noch weitere zusätzliche Parameter benötigen, wie beispielsweise die Sprachangabe. Ja, dann als Zusammenfassung können wir jetzt sagen, es gibt schon diverse Software-Implementationen von ja, diversen etablierten Softwareprojekten, die wir schon im Open Source Geospatial-Bereich nutzen. Auch neue, zum Beispiel dieses PG Feature Surf. Und ja, da gibt es für verschiedene Architekturen sicherlich schon Lösungen. Wir sehen, der Umgang ist sehr leicht, sowohl für Anwenderinnen und Entwicklerinnen. Derzeit ist das Ganze aber noch gering verbreitet, vielleicht weil der Druck auch nicht so hoch ist. Diskussionen laufen aber und ja, die Funktionalität ist noch überschaubar im Moment. Wenn die Transaktion noch hinzukommt, dann wird es sicherlich noch viel interessanter und da genau, wird jetzt noch ja, wird sich noch zeigen, wie schnell sich dieser Standard durchsetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war, was ich Ihnen mit auf den Weg geben wollte zum OGC API Features Standard. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei und ja, dann viel Spaß noch auf der FOSGIS und wir sehen uns dann hoffentlich auf der FOSFOG im September. Herzlichen Dank. Dankeschön, Astrid, für den interessanten Vortrag. Es gibt auch schon einige Fragen, die ich an dich weitergeben möchte. Erste Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen OGC-API-Features und einem zukünftigen Vektorteilstandard? Ja. Ja, es gibt ja jetzt ganz viele neue Standards und der Standard für Vektorteils, das ist der OGC API Tiles Standard, der auch im Moment in Bearbeitung ist und noch als Draft quasi im Moment vorliegt. Und genau jetzt so ganz im Zusammenhang würde ich sehen, würde ich die jetzt nicht sehen. Vom Konzept ist es natürlich gleich umgesetzt mit diesem Restansatz, aber ja, ich denke, die sind eher unabhängig zu sehen. Ja, nächste Frage. Können beliebige Objekte als Features definiert werden oder gibt es Einschränkungen? Müssen Features geografische Informationen, Attribute enthalten? Ja, genau. Also ich denke, wir können da erstmal auf alle Objekte so zugreifen, alle Vektorobjekte, die wir in der Datenbank haben. Wir müssen vielleicht schauen, wenn wir die als GeoJSON ausgeben, ob genau das GeoJSON das dann alles unterstützt. Aber ansonsten haben wir da erstmal keine Einschränkung. Genau, was der Standard vorsieht, ist schon, dass die Daten erstmal in WGS 84 ausgegeben werden. Das ist jetzt in der genau, im Part 1 Teil der Definition und Attribute habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich würde auch davon ausgehen, dass das erstmal auch möglich ist, keine Attribute zu mitgeben zu müssen, aber jedes Objekt muss auf jeden Fall über eine eindeutige ID referenzierbar sein. Also eine Feature-ID muss schon dann mit dabei sein. Ja. Verstehe ich das richtig, dass nach der Umstellung auf API XML keine Rolle mehr spielt? Zumindest für die Web-Services hat sich XML in anderen Bereichen der OGC gehalten? Also genau, das Default-Format ist erstmal GeoJSON, was so ein OGC API Features Dienst ausgibt. Diese Spezifikationen sind aber auch erweiterbar. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Server anbiete, dann könnte ich trotzdem auch noch XML weiter als Ausgabeformat bereitstellen. Und GeoJSON unterstützt ja nicht alle Geometrieobjekte und daher kann es gut sein, dass XML da weiterhin auch noch bestehen bleibt. Ist eine Erweiterung mit Styles geplant?
Genau, also das, was jetzt erstmal in der Roadmap ansteht, das sind SQL-Filter, dann Spatial RefSys, dass man andere Projektionen anfordern kann und dann dieser Transaktionsbereich. Und in der Roadmap gibt es aber auch noch ganz viele andere Komponenten und soweit ich weiß, ist da auch Styles ein Thema, aber jetzt nicht in diesem OGC API Features Block, sondern da müsste man nochmal in der Roadmap schauen an anderer Stelle, aber genau, im Detail kann ich dazu mehr nicht sagen. Ja, wird es eine Pflicht geben, Daten über OGC API Features zur Verfügung zu stellen? Das, genau, wer verpflichtet uns da? Ne? Also ich denke, es wird schon so ein Trend dorthin geben, dass WFS immer mehr old-fashioned wird und alles in Richtung OGC-API-Features geht. Spätestens, wenn die Clients dann WFS nicht mehr unterstützen, dann sollte man sich auf den Weg machen. Und genau, ich denke aber, dass diese Welten auf jeden Fall noch eine ganze Weile da parallel bestehen werden. Ja. Noch eine letzte Frage, bevor wir in die Pause gehen. Kann man zur besseren Strukturierung Collections in eine Collection verpacken? Verpacken in Anführungsstrichen. Ja, die Frage habe ich schon gesehen. Also es geht ja dabei quasi um eine Verschachtelung und da kann ich leider nichts zu sagen. Mag möglich sein. Und genau, und vielleicht auch nochmal zu meinem Vortrag. Ich habe sicherlich auch ein paar Projekte jetzt noch nicht angesprochen. Im Chat war gerade das Degree-Projekt, was auch an der Unterstützung vom OGC-API-Standard arbeitet und das bald bereitstellen wird. Und da werden sicherlich auch noch andere Projekte folgen, auch im Client-Bereich. Im WebGIS-Client-Bereich haben wir jetzt gar nicht so die Projekte gesehen, aber da ist es sicherlich auch recht überschaubar, das Ganze auch in den WebGIS-Clients beispielsweise umgesetzt zu sehen. Ja, danke schön, Astrid, für den tollen Vortrag und auch für die Beantwortung der Fragen.